Für viele Sachsen gehört er zu einem guten Frühstück dazu, der Kaffee. Das ist ein Grund, warum sich das traditionelle Leipziger Tourismusfrühstück in seiner 173. Auflage der brühend heißen Leidenschaft widmet. Leipziger treffen sich gerne auf einen Kaffee, schnasseln gerne ein Käffchen zusammen. Ich denke, dass wir so gemütlich in Sachsen leben, dass wir auf jeden Fall Schälchenhäsen brauchen. Ein weiterer Grund ist also Leipzigs Kaffeetradition. Auf Landesebene ist sogar sprichwörtlich festgehalten, dass Kaffee und Sachsen im Kaffeesachsen untrennbar miteinander verbunden sind. In Bezug auf Leipzig verbirgt sich hinter der Kaffeetradition allerdings weit mehr. Ja, Leipzig hat die Kaffeehaustradition spätestens seit dem 18. Jahrhundert. Wir hatten dort 8 seinerzeit sehr bekannte Kaffeehäuser. Und ich erinnere daran, dass ja namhafte Musiker, nicht zuletzt Johann Sebastian Bach, auch in Kaffeehäusern musiziert haben. Na, wir haben ja das älteste Kaffeehaus Europas, einen arabischen Kaffeebar. Da müssen Sie unbedingt mal reingucken, da gibt es auch Kaffee und Kuchen. Was macht nun aber den sowohl schwarz als auch weiß geliebten Kaffee, von dem der Sachse im Durchschnitt bis zu 3 Tassen trinkt, zum Kult? Kaffee ist das Wichtigste am Morgen. Schön Häse muss er sein. Häse, Dinne und Siese. Ich gehe halt dann mit Lene Vogt. Der Kaffee ist für alles gut, belehrte mich Frau Grassen. Es gibt nichts, wo der mich helfen tut. Sie können sich darauf verlassen. Obwohl den Kaffee viele Mythen umgeben, sei es der Flüssigkeitsräuber, der Wachmacher oder der Schönheitsgarant, das Aufgussgetränk hat sich zu einem Trendgetränk entwickelt. Und auch in Leipzig ist Kaffee eindeutig in und das schon seit Jahrhunderten.